Viele von Ihnen werden gerade eben mit da gewesen sein. Und man lernt ja nie aus. Ich sage mal was Fröhliches. Ich bin seit 44 Jahren verheiratet. Und in den 44 Jahren, sei mal auf Österreichisch, da hat meine Frau oft Na gesagt. Verstehen Sie, was das heißt? Nein. Und jetzt habe ich ja gerade erst gelernt, das kann gar nicht unbedingt an mir gelegen haben, sondern am Bettplatz. Also werde ich natürlich jetzt als erstes mal den Bettplatz von meiner Frau untersuchen. Insofern kann ich hier meinen liebsten Mitreferenten nur dankbar sein, dass die uns so immer wieder die Spur auch in gescheite Kausalitäten weisen, wo eventuell Ursachen liegen, die man gar nicht weiß. Wir beide, der liebe Kollege Josef Lohkerm und ich, wir sind ja nun mal im Stoffwechsel verhaftet. Ich habe aber hier gerade noch ein paar Gruselthemen. Morgen wird es ja noch gruseliger. Ein Leben lang gesund mit Reinhaltung, Reinigung und Regenerierung. Und dann sage ich Ihnen eins, das ist alles unendlich schwer. Was heißt denn, ich soll mich ein Leben lang reinhalten? Das heißt, ich soll ein Leben lang Disziplin üben und mich nicht mit Kaffee und Kuchen und Schweinefleisch und allem Möglichen vollschütten. Aber das ist ja alles das, was gut schmeckt, ne? Es ist alles, sage ich Ihnen, wie die alten Griechen mal gesagt haben, eine Frage des Maßes. Und das klassische Athen hat schon gesagt, in der notwendigen Menge ist jeder Stoff Gift oder Arzneimittel. Wir sind überhaupt nicht die Puritaner, die Ihnen jeden Genuss ausreden wollen. Es ist immer nur eine Frage der Menge. Ein Thema, soll ich jetzt mal hier bei uns aus dem Nähkästchen von uns beiden. Wir geben hier jetzt auch wieder eine neue Gesundheitszeitschrift raus. Wir haben hier 4000 Seiten Papier zusammen bedruckt. Und kommen Ihnen heute auch ohne jegliche Werbeblöcke, obwohl mein lieber Vorredner gesagt hat, wir müssen gescheite Produkte machen. Und jetzt stelle ich mal, dass Sie das wissen. Wir nehmen uns jetzt ganz zielgerichtet des Themas Regenerierung an. Weil ich habe mich jetzt auch so lange mit Diagnostika der Schulmedizin beschäftigt, ob mit Computertomografien und Mehrschicht, Ultraschall und was es alles gibt. Da kommt mir so viel Diagnostisches entgegen bei gleichzeitig bestehendem, wie ich immer sage, Therapienotstand, dass ich mir wirklich jetzt mal das Thema, wie heilen, wie schnell heilen, wie regenerieren, vorgenommen habe. Das ist jetzt also mal das Thema der nächsten Jahre. Das werden wir auch die nächsten Jahre vertiefen. Ich kann mich gar nicht genug bedanken bei meinem lieben Kollegen Josef Lohkemper. Und es ist mir immer eine große Freude, dass ich mit meinem knapp 70 und eben mit seinen 80 Jahren immer noch dabei sind. Und es macht uns einen riesen Spaß, von unserem Schatz, den wir uns quasi in 100 Jahren gemeinsamer Gesundheitsberatung und Bücherschreiberei zusammen erworben haben. Wir haben ein ganz bestimmtes Streben. Also das mündet also bis in soziologische Dinge rein. Wir wollen natürlich schöne, gesunde, kluge Frauen und starke, gesunde Männer. Die sind eben auch lange nicht mehr stark. Früher konnte der deutsche Mann mal Doppelzentner tragen, das war 100 Kilo. Heute schaffen die keine 25 Kilo mehr. Und eins sage ich Ihnen. Wir haben zwei Dinge zu beklagen. Einmal eine intellektuelle Abnahme der Kapazität, was wir bringen. Und auch parallel dazu eine Abnahme dessen, was wir körperlich leisten können. Und was mein besonderer Kummer ist, ich habe ja mittlerweile auch allein Enkelkinder, das ist das, was wir wollen. Gesunde, intelligente und fröhliche Kinder. Das deutsche Kind ist für meine Begriffe eine ganz große Kummerstelle des, nicht nur des deutschen Volkes. Ich hatte gerade mal Besuch von Rabbinern aus der Schweiz. Und die haben mich dann auch gefragt, Jura, Mensch, die Kinder der Welt, ob unsere in Israel oder in der Schweiz oder hier eure in Deutschland, die essen doch alle den gleichen Mist, Entschuldigung, zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Süß. Theoretisch müssten die doch alle gleichermaßen krank sein. Wie kommt das, dass die alle so unterschiedliche Krankheiten haben? Der eine ist adipös, der nächste hat Diabetes mellitus, der nächste hat Neurodermitis, der nächste hat Psoriasis. Und dann habe ich denen gesagt, das kommen wir nachher auch gleich drauf, was ich hier mittlerweile erforscht habe. Ich sage, ihr lieben Rabbiner, ihr seid jetzt zwar im Jahre 5700 oder Zeitgeschichte, aber das habt ihr noch nicht rausgeforscht. Es gibt drei Stoffwechselgruppen unserer menschlichen Spezies. Es gibt den Ablagerer, den Ausscheider und den Strukturverzehrer. Da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Denn wenn man da nicht dahinter gekommen ist, kriegt man nie eine erfolgreiche Therapie auf die Beine. Sie müssen wissen, wie habe ich den Ablagerer sauber zu machen? Wie habe ich den Strukturverzehrer zu regenerieren und wie habe ich den Ausscheider sauber zu halten?
Wir haben dafür drei Gebote in die Welt gesetzt. Meide Schädliches, iss, trink, tue Nützliches, scheide Schädliches. Aus! Und da sehen Sie genau, das sind die Dinge, die wir einzig alle so gerne machen. An einer Sache stoßen Sie sich mal bitte. Sören und Impfen. Wir artikulieren uns hier mal als die ausgesprochenen Impfgegner. Ich sage immer eine lustige Story. Ich saß vor vielleicht einem Jahr in einer europäischen Hauptstadt mit einem Pharma-Manager zusammen, DAX notiert, wörtlich: Jens Schura, im letzten Jahr haben sie uns die Vogelgrippe kaputt gemacht, aber die Schweinegrippe, die lassen wir uns nicht kaputt machen. War das lustig? Oberste Management-Ebene, so von mir zu dir. Also, das ist nichts als Big Business. Ich habe ja auch Importe bis nach Kanada und USA. Die sind da voll ins Messer gelaufen. Und da kann ich das unseren deutschen Menschen gar nicht hoch genug anrechnen, dass hier sowohl aus der Ärzteschaft, aus der Naturärzteschaft und auch aus dem Privatpublikum hinreichend viel Mut hervorgegangen ist, zu sagen, das ist nichts als Big Business, hat mit Gesundheit nichts zu tun, hat nur mit Geschäft zu tun. Morgen werde ich dazu noch mal ganz anderen Begriff in die Welt setzen. Si vous parlez français, vous connaissez le mot la maladie, die Krankheit. Ich habe jetzt den Begriff der Maladierung in die Welt gesetzt. Die mutwillige Krankmachung der Menschheit. Also ist eine gruselige Begrifflichkeit, aber da komme ich morgen damit, da schimpfe ich dann mal so richtig von der Leber weg. Hier haben Sie Gluten, Milch, Zucker, das ganze Zeug, was ja so gut schmeckt, fällt für unsere beiden Begriffe unter das Thema meidet Schädliches. Im Übrigen singe ich nochmal die große Philippika gegen die Milch. Werd Ihnen nachher noch eine Blitzheilung meiner Frau aus einer jahrzehntelangen Eisenmangelanämie berichten. Sie glauben gar nicht, bei 50% der in so einer Art Allergiker, der Darmunverträglichkeiten, hier vom Dr. Geisbauer berichtet, chronischer Schnupfen über Jahre, jeden Tag 2 Liter Milch getrunken, Milch abgesetzt, am nächsten Tag gesund. Ergo, wir müssen raus aus der Zuckerwirtschaft, aus der Milchwirtschaft, aber eins wissen Sie ganz genau von der Soziologie unseres Landes, diese großen Pressure Groups, die bestimmen unsere Politik und die bestimmen auch unsere Gesundheit oder unsere Maladierung, um das mal ganz auf den Punkt zu bringen. Ich habe, wenn Sie sowas interessiert, vielleicht sind mal Naturärzte, Heilpraktiker dabei, einen ganz bestimmten, ganz schnell erfassbaren therapeutischen Ansatz für den Allergiker entwickelt. Und das heißt im Grunde genommen auf ganz einen kurzen Satz runtergebrochen für den Allergiker: alles Schädliche muss und Schwächende muss aus deinem Körper raus und alles Stärkende rein. Das sind meine beiden Ansätze der himmelintelligenten Entsorgung und der himmelintelligenten Versorgung bei gleichzeitigem Schluss mit weiterer Vergiftung und Schwächung. Und mehr brauchen Sie im Grunde genommen mit dem Allergiker nicht zu machen. Das ein bisschen weiter aufgespreizt heißt, wie es in den Tempeln Ägyptens schon steht, keine Ursache ohne Wirkung, keine Wirkung ohne Ursache. Alles hat eine Ursache. Hier nehmen Sie die Geisbauer, Schnupfenfrau da gerade, jeden Tag 2 Liter Milch, Dauerschnupfen. Andere sind Glutenallergiker, haben jeden Tag durchfällige Stühle. Andere haben Alopecia areata oder Totalis, was haben sie, ganzen Mund voll Amalgam. Wie sechte westfälische Burg von nix gött nix. Also, cherchez la femme, sagt die französische Kriminalliteratur, sucht die Ursachen. Dann müssen alle Gifte raus, dann wird regeneriert der Körper und dann ist ganz was Wichtiges. Wir stellen ja beispielsweise auch Vitalstoffe her und da haben wir mittlerweile ein Phänomen und ohne dessen Beachtung kriegen Sie den Allergiker nicht gesund. Sie können den versuchen zu stärken, wie Sie wollen. Möglicherweise ist sogar das Stärkungsmittel Allergen. Und dann müssen Sie mit Kinesiologie oder anderen, hier siehe Vorredner, energetischen Methoden drangehen und etwas ermitteln, was ich die suballergene Menge nenne. Das heißt, der Allergiker muss die notwendige Stärkung erfahren. Wenn er aber allergisch auf eine ganz bestimmte Menge, ich sage mal von 3, 4, 5 Esslöffeln, Teelöffeln, irgendwas reagiert, dann müssen Sie entweder per Kinesiologie oder per so ermitteln, wo ist die Menge, die er verträgt. Das ist also der himmelwichtigste Grundsatz der Allergikertherapie, dass Sie die Ursachen finden und meiden, dass Sie alles, was ihn schwächt, aus ihm ausscheiden,
dass sie ihn stärken. Insofern gehört der Punkt hier für den Allergiker mit seiner Therapie zusammen. Wenn Sie ihn mit Vitalstoffen stärken wollen und Sie glauben, den richtigen Vitalstoff zu haben, dann kann der geschwächte Allergiker-Organismus trotzdem allergisch reagieren. Und dann haben Sie die große Aufgabe, kinesiologisch, mental, ganz egal wie, die sogenannte suballergene Menge zu finden, mit der Sie ihn ganz langsam aufbauen. Wer mehr wissen will, kommt also gerne zu uns zum Stand. Kollege Lohkämper ist ja auch so ein begnadeter Energetiker, darauf ich unser geschätzter Vorlieferant. Hier habe ich nur mal aufgelistet, bevor wir gleich mal ins Regenerative gehen. Was ist denn nützlich? Vitalstoffe, Kräutertee, Wasser, aerobe Bewegung. Und hier sehen Sie, dass oft das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Denn viele Menschen, die glauben, jetzt Bewegung ist wichtig. Und was machen sie? In Deutschland bringen sich, sage ich Ihnen, jedes Jahr 5.000 bis 10.000 Männer wo zur Strecke? Auf dem Tennisplatz, auf dem Radl, auf dem Fußballplatz. Fallen mit einem Herzinfarkt um, weil sie aerob sollten, aber anaerob sporteln und mit einem Herzinfarkt umfallen. 5.000 bis 10.000 Männer, laut deutscher Statistik. Und auf eine Sache kommen wir nachher nochmal, weil sie damit super Blitzheilungen schaffen auf Sauerstoff. Unser drittes Gebot, scheide Schädliches aus. Das können Sie in unseren Büchern nachlesen, der Dreisprung der Entschlackung und die vielen basischen Anwendungen. Wir hatten mal lieber Vorredner gerade gelobt. Nur ganz im Gegensatz zu dem, was wir sagen, scheidet Schädliches aus, passiert zurzeit etwas. Da bin ich dann auch bei der Lipomforschung drauf gekommen, weil mich rufen also immer mehr, oh Wunder, ob Naturheiler, Ärzte, Privatpatienten an. Hier in Schule, was machst du bei Lipomen? Außer Schneiden fällt uns im Augenblick nichts ein. Was meinen Sie? Was das für mich eine Erhellung war, schreibe ich jetzt gerade einen Artikel in unsere neue Gesundheitszeitschrift. Warum entstehen denn im Körper wohl jetzt zurzeit so viele Lipome? Ich gebe das mal auch den Naturheilern mit auf den Weg, darüber nachzudenken, weil ich bin im Augenblick noch mit dem Lohkämper nur am Schreiben und am Eruieren. Der erste Weg zum Lipom ist für mich die saure Körperpflege unserer Zeit mit sauren Cremes und sauren Lotionen, die eine kontinuierliche Fett- und Talgausscheidung via Talgdrüse der ganzen Haut verhindert und minimiert. Punkt 1 der Tagesordnung. Dort haben wir normalerweise einen Fettabfluss. Jetzt habe ich immer mehr Patienten, die sagen, ich bin die hübscheste Frau, die es gibt und ich mache mich auch immer wieder sauber, ob mit ihren oder anderen Methoden und trotzdem habe ich den ganzen Körper voll Lipome. Da kommt etwas, das denken Sie mal drüber nach, das sind dann die Menschen, ob Zellulite, Adipös, wie auch immer, die fahren dann beispielsweise unsere Reinigungskur mit dem Trinken von unserem Tee, das heißt, sie lösen die Schlacken, das Wasser schwemmt aus und die Schlacken auch, aber was bleibt im Körper? Das von mir sogenannte Schutzfett, das die Schlackenstrukturen umhüllt. Wo landet das nach der Lösung? Leber, Galle, Zwölffingerdarm. Und wenn Sie dann nicht genug Galle haben und genug Leberstärke, dann bildet sich das Lipom. Also das habe ich Ihnen jetzt mal als Denksportaufgabe auch zur Aufarbeitung nächste Paracelsus-Messe hergegeben. Ursachenmöglichkeit Nummer 1, die Ausscheidungsbehinderung durch zu saure Körperpflege. Und zweitens, die bisher sträfliche Vernachlässigung der Verstoffwechselung gelöster Schutzfette aus Reinigungskuren. Und da fühle ich mich ausnahmsweise selber betroffen. Das heißt, da dürfen Sie nur noch machen mit Leberstärkung. Sprechen wir gleich noch mal ein bisschen drüber. Hier haben Sie das ganze lymphatische Abflusssystem. Und heute, weil das eben auch unter der Achsel behindert wird, haben wir diese riesigen Probleme am Kopf. Tinnitus, grauer Star, grüner Star. Ich habe mich gerade, bin in einem Monat wieder hier, da habe ich hier Vortragsthema Krankheiten des Kopfes. Selbst die anderen Augenprobleme, ne, Hagelkorn, Lidrandentzündung, Gerstenkorn, das sind alles Vergiftungsprobleme des Kopfes. Und ich habe jetzt Methoden entwickelt, den Kopf speziell zu reinigen. Und das habe ich hier mal aufgelistet, das werde ich jetzt nächsten Monat, dann habe ich hier 2,5 Stunden Workshop nur mit Kopfkrankheiten. Denken Sie mal daran, super wichtig für den Kopf, ob Tinnitus, Parkinson, Alzheimer, demente Patienten inhalieren, basisch. Das Simpleste von der Welt, wie wir es früher gemacht haben, 2-3 Liter kochendes Wasser, Teelöffel von unserem Badesalz, Kopf drüber, Tuch drüber.
super Maßnahme, den ganzen Kopf zu durchdampfen, dort die Dinge zu lösen. Basische Stirnwickel und basische Halswickel, das habe ich jetzt entwickelt, speziell für die Parkinson- und Alzheimer-Patienten. Und zwar beide, sowohl der Stirn- als auch der Kopfwickel oder Migräne-Dauerpatienten. Wir haben also schon Berichte von Migräne-Dauerpatienten, denen wir dann monatelang sowohl den basischen Hals- als auch Stirnwickel empfohlen hatten, dass sich bei denen plötzlich steinharte Klöße, die hinten aus dem Rachenbereich gelöst haben, und von jetzt auf gleich waren die sauber. Das heißt, dann sind plötzlich was? Die 6 Kopfhöhlen, kennen Sie, Stirnhöhlen, Siebbeinhöhlen, Stirnhöhlen, sauber. Und die kriegen Sie nur innerhalb so einer Aktion von 3 bis 6 Monaten mit A, lösen, Inhalation. Da können Sie sogar noch Rotlicht und Infrarot zu Hilfe nehmen. Über nachtbasische Hals- und Stirnwickel zu Hilfe nehmen, das ist am Kopf. Und der Halswickel, der ist deshalb wichtig, damit in den beiden Säurefluten der Nacht A von 11 bis 1 und B von 5 bis 7 keine weitere Versauerung in den Kopf strömt. Besonders wichtig für die Regenerierung beim Parkinson-Patienten oder beim Dementen- und Alzheimer-Patienten, damit keine weiteren Zerstörungen an der Mittelhirnrinde oder an anderen zerebralen Strukturen mehr erfolgen. Unten ziehen wir das hier mit den basischen Strümpfen raus. Da habe ich was Lustiges mitgebracht.